Zeich und habe die Ehre, zum Vlog 255, heute Montag, der 25. September. Ausnahmsweise habe ich mal drauf geschaut und muss nicht immer gleich nachschauen. Ja, Montag, wunderbarstes Wetter, so wie ich beim letzten Vlog schon gesagt habe, oder? Es ist vorher Schägwehr am Viehscheid, wo es so geschifft hat, scheiße war ja total. Samstag so ein bisschen und dann wird es wieder schön. Und jetzt laut Wetterbericht wieder die ganze Woche richtig super tolles Wetter. Und das ist natürlich jetzt gleich die richtige Gelegenheit. Jetzt mähen wir vierter Schnitt. Der Rest, was noch auswärts steht, mähen wir jetzt noch. Daheim ist ja nichts mehr, das ist klar, da ist ja nur noch, da sind ja die Kühe überall drauf. Und später, wenn dann schon daheim kommen, sind die auch noch da draußen. Also daheim herum wird gar nichts mehr mähen. Wir haben jetzt auswärts eigentlich noch, was habe ich jetzt auswärts zum Mähen? 8 Hektar und noch etwas da bei meiner Schwester, da wo meine Schumper sind. Da tun wir noch auch noch was mähen, das ist auch noch ein gutes Hektar. Und das wird jetzt noch. Ein Teil wird Kops gemacht, ein kleiner Teil, so ungefähr 2,5 Hektar, je nachdem so, machen wir Kops. Und der Rest wird Silo-Baller gemacht. Genau. Das ist jetzt ideal vom Ding her. Ich glaube, das ist jetzt so 6 Wochen alt oder so. Also perfekt. Also der Zeitpunkt ist jetzt richtig gut. Und das Wetter ist gut, also dann nehmen. Da es jetzt Vormittag ist, jetzt fange ich noch nicht an, weil jetzt ist ja nur. Bei uns ist das Gras total nass jetzt. Da ist Tau drin, das ist eine wahre Freude. Das ist richtig nass. Also da sollte man jetzt nicht mähen, weil sonst springt bei den ganzen Tau und das feuchte unten rein. Also mähen tun wir also frühestens ja, noch Mittag. Und dann kann man gleich auch zusammenschwadern und so, nachher passt das. Aber, ja. Aber wie gesagt, das kann ich euch erzeugen. Aber so ist es nicht da. Ich muss dann so gerade raus, damit er aufmachen. Schaut mal her, das ist alles seuchnass. Gell? Und seuchnass, und jetzt ist es, ja, was haben wir, vielleicht 10 oder sowas. Gell? Also kann man noch nicht mähen. Aber ist egal, wir haben da wird dann ein bisschen Arbeit, der Haag ausmähen will. Da, sowas und dahinter. Also, Freischneider Haag ausmähen, weil das habe ich beim letzten Mal gemacht, da war der Freischneider kaputt. Und darum sieht man da. Da ist jetzt ein bisschen das alte Zeug, okay? Und ja, das mähen wir da und schmeißen wir es dazu und gut ist. Und dann noch mähen wir da. Oh.
große Wiese da runter. Letzte Wiese für heuer, oder? Ich muss gerade überlegen, dass ich doch noch was vergessen habe, aber ich glaube nicht. Ja. Letzte Mal mehr, letzter Schnitt. Da liegt das Gras schon drin, also ist wirklich ein vierter Schnitt. Super gut, wunderbar. Und natürlich ein perfektes Wetter dazu. Ein Traum, was willst du mehr? Ich bin vor, ich weiß noch mal, wann war es, 3 Jahren? Da haben wir da runter mal. Ja, alles ein Scheiß reingemäht. So mehr oder weniger. Da könnt ihr ja mal schauen, irgendwann, das war ja auch ein vierter Schnitt. Da hat es noch reingeregnet und alles und ich weiß nicht, eine Katastrophe war es. Aber das findet ihr irgendwann in den alten Videos. Also ich glaube, das war vor 3 Jahren. Also wer das interessiert, wie es da zugegangen ist und was ich da für einen Jammer gehabt habe, der muss da mal ein bisschen suchen. Im Archiv. Also das werden wir diesmal nicht haben, diesmal haben wir gut. Genau, ja gut. Mehr noch fertig und dann melde ich mich wieder.
So, jetzt sind wir an der Anlage. Ihr das hier nicht. So heißt's und so funktioniert's. Also, großer Platz. Da fahrt man das Gras her. Mit dem Ladewagen, wo ich den letzten gesehen habe oder wo ich vorhin reingefahren bin, hat er gerade abgeladen. Also, ihr schmeißt da das da alles her. Je nachdem, welcher Bauer ist, der Bauer gehört der Haufe, der Haufe, der Haufe und so weiter. Also, und die fahren das her. Es gibt auch welche, die wo ich so weit zum Fahren haben und die, wo ein großes Fahrzeug haben, die fahren es auch selber her. Kann man machen, wie man will. Aber du kannst es natürlich auch so von der Trocknung machen lassen, also fahren lassen. So wie bei mir. Okay. Als nächstes, das Fahrzeug holt das Gras, schmeißt es da rein. Und da wird es langsam nach oben dosiert, wird da oben gehäckselt, klein, fein, und nachher geht es in Trocknung rein. Also so grob, ich möchte jetzt nicht sagen, dass das alles genauso stimmt, was ich da sage, aber so, so grobe Richtung, oder? Das ist die ganze Anlage. Häcksler, Bingo, und da wird es dann gefüllt und geht in die Trommel rein. Und da ist heiße Luft drin, wo das Gras schonend und schnell trocknet. Genau. Das. Und dann ist das nächste Presse zur Pellet. Andere gesehen. So schaut dann das Endergebnis aus, oder? Und das ist rein natürlicher, nur von deinem eigenen Betrieb gesehenes Kraftfutter. Das ist fast von den Inhaltsstoffen so wie Kraftfutter. Hat so, ja, je nach Qualität vom Gras, was weiß ich, 16, 18, 20 oder auch über 20% Eiweiß drin, und das ist schon okay, gut. Gell? Also, aber da kommt es auf die Qualität vom Gras an. Gell? So, ja, das ist jetzt so grob gesagt das, und nachher geht es nur in die Silos, wo wir vorhin abgefüllt haben. Da sind dann die einzelnen Silos, wo dann jeder Bauer wieder sein Gras, genau das Gras, also ihr Boller kriegt von seinem Gras. Also da ist nichts, da wird nichts vermischt. Und darum kann ich da als Biobetrieb genauso machen, oder? Weil, ja, das wird alles einfach so, wie sagt man, ja, getrennt halt von jedem einzelnen Apfel so. Oh, jetzt kommt gerade da. Jetzt können wir gerade mal bei dem da schauen. Da gibt es auch ein Ding, haben sie ein bisschen an Stroh handelt, unser Strohverkäufer holt der gerade. Da. Der nächste, wo kommt, hat auch gerade ein Stroh geholt. Da lassen wir den noch ausfahren. So wie es ausschaut, hat der nicht weit zum Fahren, weil so. So, da sehen wir den Kleinen mal, wie er da abladet. Da gibt es wieder einen frischen Haufen, also denke ich, oder na, der fährt ziemlich auf der Höhe und auf, dann wird es auch im Bauer gehen. Gescheiter Karte, gell? Schaut gut aus, ja. Gutes Gras. Okay, haben wir das auch gesehen. So, und ich denke, wir fahren jetzt wieder heim. So, da seht ihr, ich habe es ja jetzt in Big Bags abgefüllt. Es gibt ja auch andere, die erfüllen das einfach direkt auf dem Kippern auf und kippen es dann irgendwo daheim halt in der Ecke rein oder sonst wo. Gell? Es steht da in der Dinner, aber den habe ich jetzt gefragt, ob ich ihn filmen darf. Darum tue ich es jetzt nicht da.
der hat einfach so Kopf voll gemacht, gell? Diese Oberhie. Gell? Okay. Also, fahren wir hin. Jetzt. So, ich bin jetzt am Donnerstag Vormittag noch am Silowaller sammeln. Gestern habt ihr ja gesehen, auch bin ich mit der Kops holen, mit den Big Bags, die ich geholt habe, ein zweites Mal gefahren, weil ich es auf einmal nicht draufgebracht habe. Und zwar war es so, das hat jetzt, also ich habe ja da diese Wiese bei meiner Schwester drin, die Uno, wo die normalerweise mähen, aber der letzte Schnitt, den nehme ich meistens. Den habe ich jetzt da gekopst und ich habe an der Wiese da herunter, innerhalb von der Ortschaft, noch einen Teil, wo ich sonst normal Siloballer mache, auch noch gekopst mache. Und darum hat das, das waren jetzt dann umgerechnet Fläche, lass mich überlegen, was waren denn das, 2,5 waren es jetzt, gute 2 Hektar und das hat jetzt 5,2 Tonnen Kops gegeben und das habe ich natürlich jetzt auf einmal auf meinen kleinen Gepard drauf gebracht, zumal mir ja das in die Big Bags abfüllt und ich mache die Big Bags auch ganz voll immer, dann geht es ein bisschen leichter, also so im Schnitt 600 Kilo war ich da. Ja, also darum zweimal fahren. Aber ist gut. Und haben wir ja gesehen, etwas haben wir ja abgeladen. Claudia hat mir da geholfen, hat das eingehängt und das haben wir jetzt in den Neidang zum Lager. Und da hole ich sie ja dann raus. Aber das erzähle ich dann, wie es dann weitergeht wieder. Für die, die es schon kennen, die werden es von vor 2 Jahren sehen, wie was ich da gemacht habe. Und sonst werden wir es irgendwann dann nächstes sehen, was wir mit der da machen. Wie viel haben wir denn? 2, 4, 6. Okay. Was noch? Kopfholer, ja gut. Siloballer, ja.
habe ich jetzt Siloballer in dem Fall, das sind 7 Hektar Siloballer gemacht und das hat noch 37 Baller gegeben. War jetzt wirklich gut, also ordentlicher Ertrag, richtig gut, ist gut gestanden, war also echt gut, ja. Auch wie es trocken geworden ist, also wir haben es ja gemäht oder gehabt und einmal kräuselt und dann liegen lassen und am nächsten Tag dann zusammen und also vom Trocken sei einfach top. Obwohl es ja jetzt bei uns mittlerweile schon so an Tau hat, das Gras ist nass, wie als ob es geregnet hätte, noch schlimmer. Also richtig. Und an schattige Stellen, da wo es schattig ist, geht der Tau fast gar nicht mehr weg. Gell? Also das ist schon wild. Gell? Und trotzdem ist es wirklich perfekt geworden und gut geworden. Weil ja auch die Felder, wo ich habe, da ist nicht so viel Schatten, da wird nicht viel beschattet. Also da, die sind richtig schön in der Sonne und auch noch ganz gut. Gell? Ja. Da sind ja andere, gibt ja meine Kollegen, die wo bloß Heu haben, oder? Und Heumilch machen und bloß Heu machen. Da gibt es jetzt, die heiben jetzt auch noch. Ich weiß nicht, da musst du 4 oder 5 Tage heiben. Also, und dann wird es noch so ein halb. Ja, ich weiß auch nicht, ob das gut ist, gell? Aber es ist halt aufwendig und dann ein Aufwand ist es. Also, im Sommer zum Heiben ist es wunderbar, aber jetzt um die Zeit ist es auch scheiße. Also mächtig hier. Ja, 37 Baller hat es gegeben. Sollen wir noch ein bisschen, ja gut, damit, ich zeige es euch nachher daheim noch, wo man die nachbeigert halt. Jetzt fahre ich ja schon mal rein. Schaut her. Die habe ich jetzt alle einfach da dort hergeschmissen. Weil ja den Platz da dort brauche ich sowieso nicht mehr. Und ja, weil die Bäume noch hinter drinnen liegen und ich habe keinen Frontlader am Fend dort, am 2.11. Sonst hätte man es natürlich noch ein bisschen aufeinander beigen können jetzt, aber für was denn? Der Platz ist da. Lassen wir so liegen. So kann ich es am einfachsten immer sagen, ich stechen, nein fahren und gut ist. Okay? Also da sind jetzt der Großteil von der Napalle, wo wir heute gemacht haben, sind da. Und es liegen noch ein paar an dem Feld dahinter. Also hinterm Stadel haben wir ja auch noch, an der Bundesstraße ist, oder? Und da sehen wir da irgendwo in dem Bereich sind noch ein paar, 13 Stück, die liegen auf der Seite. Die habe ich jetzt da flacker lang und habe sie jetzt mit heute genommen, weil ich jetzt eigentlich gar keine Zeit mehr habe. Und zwar, weil mir jetzt noch hat, es ist dann Mittag, weil ich mit der Chefin noch eine Runde Fahrrad fahren. Wir werden noch ein bisschen 2-3 Stunden ein bisschen radeln am Nachmittag. Weil sie hat heute Geburtstag und darum tun wir noch ein bisschen heute Nachmittag frei machen und dann fahren wir auf der Hütte auf zum Moosalb, tun wir da einkehren, Kaffee trinken, Kuchen essen und so weiter. Gell? Also, dann. Bis dann. Hey, Jean-Pierre. Ja, bitte. Ja, ich muss ihn hier. Wie ist es dort? Ja, wie schaut es bei euch aus? Hä? Nur mal so gut. Ja, es geht langsam am Ende zu, gell? Ja, ich denke, da herinnen eine gute Woche wäre jetzt noch Hang. Guck mal, hat es. Aber ist noch ein bisschen jetzt. Also, außer rum ist schon fertig. Okay.
Da ist noch ein wenig. Jetzt haben wir da unten noch mal aufgemacht. Also, ihr könnt jetzt auch noch einmal runter. Ja, na, das ist es. Dann war es das da halt noch. Ah, für die Interessierten noch, die Fläche da, da. Da haben wir auch noch Kops gemacht. Gell? Bloß, dass ihr das auch jetzt wisst einmal. Das ist ja eine Fläche, wo sonst meine Schwester oder meine Nichte mit für ihre Pferde und für ihre Esel und so weiter, was sie alles haben, heibert, oder? Und der letzte Schnitt mehr jetzt ich. Und da mache ich halt Kops da auf dem Tier. So. So ist es. Gell? Was tust du denn Boxen da? Hä? Ihr. Aber euch geht's gut, alles fit, das ist gut. Gehen wir wieder weiter. Gell? Schöner Scheißdreck, gell? Ja, ich tue da gerade die Wiese vor dem Haus etwas abhaken, weil da dreckig ist und da alles verfahren ist und alles. Und zwar ist das noch vom, das sind noch Überbleibsel vom Viehscheid, da, weil der Nunze bei mir da in der Wiese parken. Da parken halt, jetzt, das ist nicht offiziell großartig Parkplatz, sondern nur eigentlich für die Bauern, die da ein Vieh haben, wo mit kleinen Viehwagen kommen oder sonst irgendwas, und die haben halt oder brauchen halt irgendwie einen anderen Platz. Und da ja der Viehscheidplatz gleich da vorne ist, da hinter dem Gebäude, oder, ist das ideal, wenn man da bei mir reinfährt. Aber das ist natürlich eine kleine Katastrophe. So geht es natürlich nochmal, gell? Und ja, und das werde ich jetzt dann hoffentlich in nächster Zeit irgendwann nochmal wieder richten. Festwalzen, ansehen und so weiter. Ja. Ja, weil vorne da, wo das Vieh noch gestanden ist, da schaut es noch viel minder aus. Also, oder ja, eigentlich vergleichbar, gell? Total. Und das ist bloß, weil es an dem einen Tag so geschifft und geschifft und geschifft und geschifft hat, wie ihr ja vielleicht im letzten Video gesehen habt, gell? Ach, so ein Scheiß und so ein kreislicher Tag. Also, verrückt. Ja. Ja gut, und das jetzt hier noch hat, wieder neu kennt, ist klar, habe ich außenrum jetzt einmal einfach einen Haken gemacht und dass das, dass die da wieder da auch wieder neu kennt und wieder fressen können. Gell? Jo, so schaut's aus. Es schaut schon bescheiden aus. Also, da geht's noch, da ist noch nicht ganz so wild, aber. Aber wie gesagt, es wäre jetzt langsam Zeit, weil es wird jetzt trockener und es wird immer härter. Und wenn es immer härter wird, dann kann man mit der Walze nochmal drüber, dann bringt es dir nochmal runter. Ah, schauen wir mal, ob das klappt so, wie wir uns das erhoffen. Weil oft ist es, dass es nicht so ist.